Im Wittenberger Lutherhaus stand der vierte Advent ganz im Zeichen von Großeltern und Enkeln. Gemeinsam bastelten die Besucher mit Museumspädagogin Katrin Seubt Weihnachtliches aus Pappe und Papier. Ja, wir sehen heute hier unser Sonderprogramm zum Oma-Opa-Enkeltag. Das ist das Thema Weihnachten. Und wir haben bereits schon eine kleine Führung durchs Haus gemacht. Ich habe etwas zu Weihnachten erzählt, wie es hier im Lutherhaus gefeiert wurde. Und jetzt sind wir gerade dabei, eben kleine Geschenke für Weihnachten zu basteln, insbesondere solche Weihnachtskarten, die eben auch für die Zeit schon verbürgt sind. Und dann eine etwas neuere Zugabe, so eine Art Weihnachtsschmuck, diesen Weihnachtsstern. Ein historischer Bezug ist durchaus gegeben. Grußkarten sind verbürgt bis in das 16. Jahrhundert und weihnachtlichen Schmuck findet man auch schon vor mehr als 400 Jahren in den Quellen. Dass der Weihnachtsmann in seiner heutigen Form auf eine Werbekampagne der Firma Coca-Cola aus dem Jahr 1931 zurückgeht, muss man den kleinen Bastlern ja nicht erzählen.